Was geht, meine Lieben? Der German Rage hier mal wieder am Start, nach Urzeiten, die vergangen sind. Und zwar mit einem kleinen Quick Talk. Und zwar interessiert mich mal, wer von euch spielt eigentlich noch aktiv Black Ops 2? Vor allem im Multiplayer natürlich. Weil ich hatte ja mal so eine richtige Suchtphase auf der PS3. Wenn man das als Suchtphase so bezeichnen kann. Klar, so Hardcore-Gamer werden sagen, pah, ist doch nichts, was der Lauch da gemacht hat mit den 12 Spieltagen. Jedoch fand ich das schon so, dass ich das ziemlich exzessiv gespielt habe. Irgendwie habe ich da dann so eine Phase gehabt, da habe ich dann innerhalb von einer Woche die MPS of Diamond oder so gespielt auf der PS3 damals. Ja, PS3 spiele ich nicht mehr, Account auch schon weitergegeben, alles mögliche. Und auf dem PC hatte ich nie so wirklich Bock, habe ich so ein bisschen mal hier und da gespielt, aber eher halt so, ja, macht gerade mal Bock, so eine Runde zu spielen, ne, aber auf dem PC sind die teilweise echt schon richtig übel, da hat man einfach den Umstieg von PS3 auf PC gemerkt, da haben sie dich einfach auf einmal rasiert, und zwar trocken, und ja, war nicht so geil, ne, aber ich sag mal, man kommt auch da irgendwo rein. Und dann habe ich letzte Tage mal wieder mit einem Kollegen gespielt. Und jetzt bin ich wieder voll im Hype. Ich möchte leveln, ich möchte Prestige rushen. Ich einfach rein kloppen da, ey. Einfach rein damit. Keine Ahnung. Hattet ihr das auch so in letzter Zeit? Mich interessiert das einfach mal wirklich, wer noch so aktiv Black Ops 2 spielt. Wer daran wirklich immer noch so massiv Spaß hat oder sagt, ach Quatsch, Black Ops 2, bring es zurück ins Museum. Oder sagt, nee, Black Ops 2 ist immer noch geil. Weil meiner Meinung nach ist Black Ops 2 immer noch eins der wenigen COD-Teile, die ich wirklich derart gesuchtet habe und derart feier. ME3 finde ich auch noch ganz geil. ME2, ME1 habe ich nie gespielt. Wollte ich vielleicht mal gucken, ob ich die Remakes mal anfasse. Aber keine Ahnung. Advanced Warfare, Ghost, auch alles sich mein Fall. Black Ops 3 geht einigermaßen, weil das da mit dem Gejumpen nicht mehr so extrem ist. Ghost war einfach nur broken wegen den prozentualen Schaden, den man genommen hat. Da hat man irgendwie 2 Kugeln aus dem Sturmgewehr geschluckt, da war man tot. Egal, ob in den Fuß oder in den Kopf. Und ja, fand ich nicht so geil. Keine Ahnung, die einzigen Gründe, warum ich mir Ghost geholt habe, waren eigentlich wegen den Alien-Modus und bei Advanced Warfare eigentlich auch eher extra überleben. Und weil ich das Spielprinzip einfach trotzdem mal selber spielen wollte. Ja, wie ist das denn so? Ist das okay? Ist das so, eher nicht so geil. Und ja, dementsprechend, ne. Ja, das wollte ich einmal loswerden. Das hat mich mal interessiert. Dementsprechend dieser kleine Talk dazu. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich lasse das Gameplay jetzt noch zu Ende laufen und verabschiede mich und sage, bis zum nächsten Video. Haut rein!